Ein Zeitalter kann besichtigt werden, ein goldenes Zeitalter. Die 27 Jahre der Prinzregentenzeit, die Zeit vor 100 Jahren. Die Zeit vom Tode König Ludwigs II. Im Starnberger See bis fast zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Zeit von 1886 bis 1913, Münchens goldene Jahre. Nie zuvor in der Geschichte hatte die Stadt so gut gelebt, so üppig gefeiert, so viel gebaut, so groß geplant, so viel verdient, so energisch gearbeitet. Ein goldenes Zeitalter. Damals, als die moderne Technik das Laufen lernte, als die Stadt sich aufmachte, Großstadt und Industriestadt zu werden, in wenigen Jahrzehnten, als München die strahlende Stadt der Künste und der Künstler in ganz Deutschland war. Das Zeitalter war rasant. Der Telegraph, das Telefon veränderten die Welt und die Art, miteinander umzugehen. Um 1900 hat das Königreich Bayern schon 20.000 Telefonanschlüsse. Die königlich-bayerischen Staatseisenbahnen sind berühmt für ihre Pünktlichkeit und ihre Schnelligkeit. Unter dem Prinzregenten wird das ganze große Liniennetz zweigleisig ausgebaut. Im Jahr 1903 erbringen die Eisenbahnen dem Königreich die größten Einnahmen, 184 Millionen Goldmark. Die Eisenbahn vor allem verändert München. Ganz neue Industrien siedeln sich hier an. Der Fremdenverkehr wird eine Haupteinnahme. Der Zuzug ist enorm. In den 80er Jahren strömen Jahr für Jahr 12.000 neue Menschen in die Stadt. In den 27 Jahren der Prinzregentenherrschaft wächst München von einer ländlich-biedermeierlichen Residenzstadt zu einer dynamischen industriellen Großstadt von über einer halben Million Menschen heran. Aber auch wenn man Wohlstand erworben hatte, in München trumpfte man damit nicht auf. Es fehlt in dieser Stadt der Stutzer, der Emporkömmling, der sich auffällig herausputzt. Und die Schriftsteller nennen München damals eine im besten Sinne bäuerische Hauptstadt eines Bauernstaates. Und an der Spitze dieses bäuerlichen Königreichs steht damals ein Regent, der diese altbayerischen Tugenden in nobelster Art verkörpert. Ein Patriarch voll Würde und von beharrlich stiller Bescheidenheit. Kein Wittelsbacher hat je ein schwereres Amt angetreten als Luitpold nach dem rätselhaften Tod Ludwigs II. Sofort setzte Legendenbildung ein, die Volksstimmung, die zuvor gegen den menschenscheuen, verschwenderischen Weltflüchtling gerichtet war. Sie schlug um in Mordverdacht gegen Luitpold, den man offen der Mitwisserschaft und der Machtgier verdächtigte. Mit 65 Jahren, damals bereits Witwe, übernahm Luitpold für den geisteskranken König Otto, den Bruder Ludwigs II., das Amt des Reichsverwesers, des Stellvertreters. Prinzregentenstraßen und Prinzregentendenkmäler gibt es fast in jeder großen Stadt in Bayern bis hinüber in die ehemals bayerische Pfalz. Der Hof unterließ nichts, um die Popularität des Regenten zu fördern. Sogar Münchens damals modernstes und prächtigstes Kaffeehaus, das erste Etablissement am Platze mit elektrischer Beleuchtung, durfte den Namen des Erlauchten tragen. Unsterblich aber wurde die Haustorte des Café Luitpold, die Prinzregententorte, ohne Zweifel das süßeste und populärste Geschichtsdokument der Prinzregentenzeit, Inbegriff des Friedens, ein Friedensmonument aus Schokoladenschichten. Erfunden hat dieses köstliche Prunkstück der königliche Hofbäcker und Brotfabrikant Kommerzienrat Anton Seidel, der Bruder der berühmten Architekten Gabriel und Emanuel von Seidel, die das Städtebild Münchens mit ihren Bauten geprägt haben bis zum heutigen Tag. Alle drei Brüder gehörten zusammen mit Franz von Lenbach, dem Malerfürsten und Herrgott unter den damaligen Münchner Künstlern, und dem Erzgießer Ferdinand von Miller zu einem engen Freundeskreis des Prinzregenten. Ein Bürgerkönig. Anders als sein Vorgänger, der sich einsam auf weltfernen Schlössern allein an die gedeckte Tafel setzte, ging Luitpold am liebsten
in den Garten und auf die Kegelbahn des riesigen Seidelbesitzes an der Marschstraße, zu Sauerkraut und Schweinsbraten und Zigarre, zu Kaffee, Likör und Prinzregententorte. Sibylle Obermeier-Seidel, die Enkelin des königlichen Hofbäckers, erzählt. Wie oft war denn der Prinzregent bei Ihrer Familie im... Ich glaube, fast jede Woche. Ich weiß es nur aus einem Absatz in der Chronik, dass die Urgroßmutter, die geborene Sedlmeier, wurde gefragt, ob sie erlaubt, dass die Herren zum Kegeln kommen. Dann hat sie gesagt, herzlich gern, nur darf ich nicht in Erscheinung treten. Man muss mich entschuldigen, dass ich nicht dabei bin. Naja, also Frauen waren damals beim Kegeln sowieso nicht dabei. Hauptsächlich war es halt der Großvater Anton Seidel und seine Brüder, der Emanuel und der Gabriel Seidel, der Gedon, der Wilhelm Busch war dabei, der Lembach war dabei. Und diese ganzen Herren haben halt ihre Herrenabende da gehalten. Das war jetzt also die Region um den Stiegelmeierplatz, zwischen Bahnhof und Stiegelmeierplatz. Heute ja, das war die Marsstraße hauptsächlich und die war noch völlig ländlich. Da war ein Riesengarten mit einem Teich, mit Aprikosenspalieren, mit einem Hühnerhof, mit Pferden, also Ponys, die die Buben, die Schwester, die Brüder meiner Mutter geritten haben und eben auch die Kegelbahn. Und aus der Kegelbahn wuchs ein Baum heraus. Wie die das gemacht haben, ich glaube, vorn, wo man saß, war dieser alte Baum. Um den wurde die Kegelbahn zunächst herumgebaut und dann das Langhaus mit den Kegeln angeschlossen. Die Brüder Ihres Großvaters sind geadelt worden damals? Ja, die sind geadelt worden. Sie waren beide Architekten und haben schon allerhand gemacht. Das Nationalmuseum in Speyer haben sie, der Onkel Gabi, glaube ich, war das, im Dom die Kaisergräber gefasst wieder. Und das Deutsche Museum die Pläne gemacht. Viele Kirchen in Bremen, das Rathaus, ein Teil angebaut. Jetzt war die Frage, der Bäckermeister Anton, als einziger Bürgerlicher, ne, das ging nicht so recht, also da muss er von her. Und er hat Wind gekriegt und hat absolut nicht wollen, weil er gesagt hat, ich bin der bürgerliche Bäckermeister Anton Seidel, was tue ich denn mit der Fabrik nachher? Nicht? Ja, es war inzwischen eine Fabrik geworden und hat abgelehnt, so unter der Hand. Da hat der Prinzregent ihn eines Tages zur Audienz befohlen. Also Zylinder, Gehrock, weiße Binde. Man geht hinein, der Prinzregent redet alles Mögliche, nur nicht was Wichtiges. Okay, das hätte man doch auf der Kegelbahn auch alles erzählen können, hat der Großvater gesagt. Aber nein, der Prinzregent redet weiter, eine halbe Stunde lang, und erhebt sich endlich und sagt, also auf Wiedersehen, Herr Kommerzienrat. Damit war es aus. Jetzt hat er wenigstens einen Titel gehabt. Nicht? Das war die Verleihung des Titels. Das war die Titelverleihung. Die Zeit des Prinzregenten und seiner Hoflieferanten kennt noch keine Gewerkschaften und keinen 8-Stunden-Tag. Man arbeitet 14 oder 12 Stunden, von Dämmerung zu Dämmerung, auch am Samstag, wie auf jedem Bauernhof. Es waren Patriarchen, die da über ihre Betriebe und ihre Arbeiter regierten, wie große Gutsherren. Waren sie aber sozial aufgeschlossen wie der Brotfabrikant Anton Seidel, so war dies bestimmt ein Glücksfall für den Arbeitnehmer, wie auch für das Betriebsklima. Wie war denn der Aufschwung von einem, von einem normalen, großen Bäckerladen zu einer Brotfabrik? Ja, der Großvater hat enorm viele Maschinen erfunden. Schon den Vorgänger von den Backmaschinen, von den Netzbandöfen, kann man vielleicht sagen. Zum Beispiel eine Semmelmaschine, die sich gedreht hat irgendwie. Schneckenförmiges Gehäuse, wo die verschiedenen Hitzegrade, die eine Semmel braucht, verteilt waren.
Einmal hat er in einen Gasofen, den er erfunden hat, so hineingeschaut, dass seine buschigen Augenbrauen und der Bart völlig weggesenkt waren. Auswärts. Er kam verändert wieder nach Hause. Nicht? Also es war die Elektrizität, die neue Energie. Die neue Energie, Gas, Elektrizität, Telefon kam doch damals auch auf. Das hat ihn fasziniert. Er war eigentlich, kann man fast sagen, ein Ingenieur. Und der Lembach soll gesagt haben, er war der Begabteste von all den drei Brüdern. Die Zeit war sehr sozial. Ja. Es gibt unglaubliche Stiftungen aus der Zeit, die dann natürlich leider in der Wirtschaftskrise wieder zugrunde gegangen sind. Aber es gibt eben auch große Territorialstiftungen. Die waren enorm sozial eingestellt, nämlich der Großvater, also der Bäcker, der hat in jungen Jahren ein Heft rausgegeben, in dem er die Zustände der Bäckerinnung also beschreibt. Und die müssen verheerend gewesen sein. Das haben zum Beispiel die Bäcker, die in der Nacht gearbeitet haben, am Tag zu dritt in einem Bett geschlafen. Und in der Nacht haben da in dem gleichen Raum die Mägde geschlafen, die Mädchen, also damals sagte man Magd. Und da hat er sich einen wüsten Zorn seiner Kollegen zugezogen, weil er gesagt hat, so geht das nicht, das ist ungesund. Er hat zum Beispiel in seiner Fabrik einen Schlafsaal eingerichtet für die Bäcker, Waschräume, dass sie sich duschen konnten. Er hat für seine Leute gesorgt und das war eben auch in späteren Jahren, war die Fabrik mit ihren Angestellten einfach zur Familie gehörig. Auch die, sie fühlten sich zu uns gehörig. So ist es weniger eine, sagen wir, vor Show gewesen, sondern man hat die Leute ehrlich gern gehabt. Warum lieben wir heute dieses Zeitalter? Warum sammeln wir mit Eifer und fast um jeden Preis die Bilder, die Bücher, die Geräte, die Maschinen dieser Zeit, ihr Geschirr, ihre Kleider, ihre Möbel, ihre Häuser, ja sogar das Spielzeug, die Nippes und den ausgemachten Kitsch um die Jahrhundertwende? Eins ist bestimmt der heitere Optimismus. Der unschuldige, gläubige Optimismus in die Technik, der man damals alles zutraut, die Lösung aller Probleme, Hunger, Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot, alles wird die Technik lösen. Das ewige Glück des Paradies auf Erden schien greifbar nahe mit jeder neuen Erfindung. Älteste Menschheitsträume, das Fliegen, das schnelle Fahren überall hin, die Überwindung jeglicher Entfernung, die Eisenbahn, der Straßenbau, Kanalbau, die neuen Energien, Strom, Licht, Gas, Telefon und Telegraph und Schallplatte und Fotografie. Das alles musste notwendigerweise die Menschheit glücklich und zufrieden machen. Seligkeit im Fortschritt. Symbolfigur dieses siegessicheren Vertrauens in die neue Technik war in München der Ingenieur Oskar von Miller, der den Münchnern 1882 im Glaspalast zum ersten Mal das Wunder der elektrischen Kraftübertragung von Miesbach bis in die königliche Residenzstadt vorgeführt hatte. Eine Weltkarriere bei Siemens in Berlin hatte er aufgegeben, um die Stromversorgung in Bayern voranzutreiben. Und mit einer Zähigkeit ohnegleichen konnte er 1906 seinen Lieblingsplan durchsetzen, in München auf der Kohleninsel ein Museum für Meisterwerke der Technik und der Naturwissenschaften zu errichten. Es wird ein Ehrentempel deutscher Intelligenz und unermüdlicher deutscher Beharrlichkeit, so stand es damals in der Süddeutschen Bauzeitung. Eines der schönsten Ausstellungsstücke des Deutschen Museums wäre der Industriebetrieb gewesen, aus dem er selbst stammte, die königliche Erzgießerei seines Vaters, die mit dem Guss der Bavaria Weltruhm erlangt hatte. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie zerbombt. Geblieben sind nur die Fotoalben und die Erinnerungen von Rudolf von Miller, der als Sohn des Reichsrates der Krone Oskar von Miller
1899 geboren wurde und der heute wunderbarerweise als ein letzter Kronzeuge der Prinzregentenzeit berichten kann. Die Zeit kommt uns heute vor, die Zeit des Prinzregenten, wie die ideale, gute, alte Zeit. Nie hat es eine bessere Zeit gegeben. Sie haben es ja noch ein bisschen miterlebt an einem kleinen Zipferl. War sie wirklich so gut? Ja, in meiner Erinnerung, ja. Das kommt natürlich davon her, dass ich eine wunderschöne Jugend in einer großen Familie mit, entschuldigen Sie, einem berühmten Vater erleben durfte und der große Erfolge hatte und der mit sehr vielen interessanten Menschen befreundet war. Dadurch war für uns Junge die Zeit absolut sehr gut. Aber wir waren uns auch bewusst, dass es viele gibt, für die die Zeit nicht gut ist. Und gerade mein Vater hat sich sehr darum gekümmert, um die sozialen Fragen und um das Wohl derjenigen Kreise, denen es nicht so gut geht, als wie die damals gehobenen Kreise, wie man sie nannte. Ihr Herr Vater hatte ja, war ja fast die Verkörperung der modernen Zeit, dessen, was sich an Technik verändert hat, an Lebensumständen, an Äußeren. Ja, das war er auch, natürlich. Er war Pioniere, ein Pionier auf dem Gebiet der Elektrizitätsversorgung, hat die erste Kraftübertragung gemacht von Miesbach nach München und von Lauf nach Frankfurt und hat das Bayernwerk errichtet, das also der erste große Gesamtversorgung eines ganzen Landes darstellt. Und er hat das Deutsche Museum gegründet, ausgedacht, gegründet, aufgebaut und bis auf die letzte Unterschrift unter das Ding alles selber dort gemacht. Und zwar ehrenamtlich. Ferdinand von Miller, der Bruder von Oskar von Miller, leitete die väterliche Erzgießerei. Hier steht er links neben dem Prinzregenten als Begleiter auf der Jagd. Neben der Seidelschen Kegelbahn und der Hoftafel in der Residenz war es vor allem die Jagd, zu der der Prinzregent seine bürgerlichen, dann freilich geadelten Freunde einlud. Ferdinand von Miller war zugleich Direktor der Königlichen Akademie der Künste und saß zusammen mit den Brüdern Seidel, mit Lenbach und dem Bildhauer Hildebrand in der Königlichen Monumentalbaukommission. Er war also so etwas wie eine Schaltstelle der bayerischen Kunst- und Kulturpolitik. Er bestimmte den Kunstgeschmack von Berchtesgaden bis nach Landau in der Pfalz. Und er bestimmte den Kunstgeschmack des Prinzregenten. Mächtig, aber auch gefährlich. Wehe, wenn man seinem Geschmack nicht traf, dann war man in Bayern verloren. Der Prinzregent war sehr befreundet mit Ferdinand von Miller, mit dem Erzgießer. Ja, sehr schön. Wie kam es zu der Freundschaft? Ja, ich würde sagen, weil der Prinzregent sehr großes Interesse und Zuneigung zu den Künstlern hatte. Und der Prinzregent und mein Onkel Ferdinand hat sich einmal getroffen im 70er Krieg. Da durfte mein Onkel zum ersten Mal als Ordnanzoffizier den damaligen Prinzen Leopold vorgestellt werden. Und sie haben sich auf dem Schlag gut gesprochen miteinander. Und da mag vielleicht die Freundschaft entstanden sein. Die war aber dann wirklich eine sehr enge und gute Freundschaft. Und alle meine Erinnerungen, denn ich war erst 12 Jahre, wie Prinzregent gestorben ist, beziehen sich immer auf die Freundschaft zwischen meinem Onkel Ferdinand und dem Prinzregenten. Eine meiner ersten Enttäuschungen als Bub war das, wir wohnten am Ferdinand-Miller-Platz bei der Erzgießerei. Und wenn der Prinzregent bei meinem Onkel Ferdinand war, so fuhr er mit seinem Wagen an unserem Haus, an unserem Garten vorbei. Und wir Buben sind alle auf den Zaun aufgeklettert und haben unsere Mützen runtergezogen und vielleicht hochgeschrien.
und so weiter. Und das hat uns immer sehr viel Freude gemacht. Vor allem hat mir der Prinzregent so gut gefallen, wie er da auf dem Bock mit dem Federhut saß. Und die Enttäuschung war, wie mir einmal jemand sagte, das ist ja nicht der Prinzregent, das ist der alte Herr, der hinten sitzt. Das ist ja nur der Leibjäger Skell, den du immer für den Prinzregent gehalten hast. Und das war eine große Enttäuschung für ein Bubenherz, dass der Prinzregent oder der König nicht so schön aussieht als wie der Leibjäger. Der Prinzregent war eher in Zivil gekleidet, wenn er... Bitte? Der Prinzregent war in Zivil immer. Gekleidet, ja. In Zivil, meistens in der Lodenjoppe. Also in Uniform hat man ihn ganz selten gesehen. Mit einer souveränen Geduld und Bescheidenheit schaffte es Prinzregent Leutpold im Lauf langer Jahre zum volkstümlichsten und beliebtesten Wittelsbacher des 19. Jahrhunderts aufzusteigen. Die 27 besten Friedensjahre tragen seinen Namen, das ist wohl die höchste Auszeichnung, die die Geschichte zu vergeben hat. Kein Märchenkönig, sondern einer auf dem Boden des Tatsächlichen. Bewundert wurde schon damals seine Rüstigkeit und Körperkraft. Er schläft kalt, badet kalt, den Sommer über in aller Frühe im Freien, macht sich viel Bewegung in frischer Luft, weshalb er auch mit Vorliebe im Winter der gesunden Bewegung des Eisschießens sich widmet, heißt es in einer Schrift zum 90. Geburtstag. Berühmt war er als kühner, ausdauernder Bergsteiger, genauso wie als bester Schütze weit und breit. Haben Sie den Prinzregenten dann auch einmal ein bisschen näher erlebt? Als nur am Gartenzaun? Eigentlich nicht, nur am Gartenzaun. Aber eines habe ich vom Prinzregenten als Kind immer bekommen, wenn der Vater zur Hoftafel eingeladen wurde. Dann wurde den Gästen immer für ihre Kinder ein kleines Schokoladentafel in Silberpapier mit dem Bild vom Prinzregenten mitgegeben. Das waren meine persönlichen Beziehungen zum Prinzregenten, die ich sehr geschätzt habe. Schokolade für die Kleinen und eine Zigarre für die Großen. Ja, ja. Ja. Obwohl es, hat der Vater immer erzählt, sehr bescheiden an der Hoftafel zugegangen ist. Und der Prinzregent ja überhaupt persönlich immer besonders bescheiden war. Und schön sein immer, hat auch der Vater und der Onkel Ferdinand erzählt, die gemeinsamen Badeausflüge nach Nymphenburg, wo die Herren also zusammenkamen und alle geschwommen sind im Badesee, der Prinzregent auch mit schon 80 Jahren. Und dann war eine, auf der Terrasse eine kleine Hoftafel und dann ist man wieder weg. Und sonst war halt die Beziehungen, wenn Sie gerade gefragt haben, wie mein Onkel Ferdinand mit dem Prinzregent, war vor allem die Jagd. Der Prinzregent war ein riesengroßer Jäger und sehr. Und da sind sie immer zusammengekommen. Und das erste Gewehr, das mein Onkel hatte für die Jagd, hat er von seinem Schwiegervater, dem Hofrat von Kietl, geschenkt bekommen. Das war aber so schlecht, dass man nie was getroffen hat. Und am nächsten Weihnachtsfest lag auf dem Tisch vom Fernand eine wunderbare Jagdflinte, die ihm der Prinzregent geschenkt hatte. Und die er dann sein ganzes Leben bei allen Jagden weitergegeben hat. Überhaupt sei das so nett gewesen, die Feinheit vom Prinzregent, erzählte der Fernand. 3 Tage vor dem Weihnachtsfest kam ein Diener mit einem, ein Lakai mit einem Paket und wartete. Kurz darauf kam der Prinzregent selber. Mein Onkel Ferdinand musste weggehen. Und dann hat er die Geschenke, die er dem Ferdinand zu Weihnachten machte, persönlich auf den Tisch aufgerichtet. Und an Weihnachten war die große Überraschung, immer was sehr Schönes dabei. Und mein Onkel Ferdinand durfte am Weihnachtstag selber in die Residenz sein Gegengeschenk mitbringen. Die Hoftafel war für den Prinzregenten ein bewusst eingesetztes Instrument der Politik und der schnellen, gezielten Information. Fast alle 2 Tage hatte er Gäste an der Tafel, Künstler, Gelehrte, Schriftsteller, Offiziere, Beamte, Politiker, Industrielle und Vertreter der Städte. Für die einen
eine Auszeichnung, für die, die nicht dabei waren, ein wütend beschimpfter Inbegriff bayerischen Spätzeltums. Zum Souper berichtet der Leibarzt, das meist aus kalten Platten und etwas Käse bestand, wird eine halbe und ein Quart Bier genommen und dann wieder tüchtig geraucht. Gegen 10 Uhr pflegt sich der Regent von der Gesellschaft zurückzuziehen und einige Zeitungen zu lesen oder Patience zu legen, wobei die Zigarre nicht ausgeht. Mitunter schmeckt auch im Bett noch eine Zigarre. Die einzige königliche Spiellaune und Maßlosigkeit war seine hemmungslose Jagdleidenschaft. Bis ins letzte, 91. Lebensjahr trieb ihn sein jährliches Jagdritual auf Hirsche, Gamsen und Sauen. Ein Großteil des Jahres wurde von Jagdhütten aus regiert, von Berchtesgaden, Vorderes, Linderhof, Füssen, Hinterstein und Rohrbronn im Spessart. Der Jagdfreund Anton von Perfall schreibt: Und so erhebt sich die Gestalt unseres Regenten in Lodenjoppe und Ledernen, den Gemsbart auf dem verwetterten Hut, echt und recht, völlig autochthon, aus seinem eigenen Volk heraus. Da ist jede Linie echt, ungewollte Natürlichkeit, edelste Patina, organischer Wuchs aus dem vaterländischen Boden heraus. Im Heimatmuseum Prien wird ein ganz besonderes Andenken bewahrt, ein abgegriffener Jagdhut, eine dicke Zigarre im Glasröhrl und ein Marienamulett, das Leupold getragen haben soll, alles schön unter einem Glassturz arrangiert. Und Peter Donauer, Kurdirektor von Prien und enthusiastischer Leiter des Heimatmuseums, ist selbst noch sozusagen im Schatten des Prinzregenten aufgewachsen. Der Hut hängt nicht auf einer Stange, sondern ist in einer Vitrine drin, fast ein kleiner Altar. Haben Sie ihn so gekriegt? Ja, so haben wir ihn gekriegt. Wir haben unser Museum 1913 im Juli eröffnet. Und dann waren die königlichen Hoheiten von Wildenbart da, die Töchter von Ludwig III., die Prinzessin Hildegard, Helmbrot, dann vom Prinzregenten Schwester, die Herzogin von Modena. Und die haben gesehen, dass wir noch wenig Sachen haben, wenig Exponate. Dann haben sie uns versprochen, dass den Hut vom Prinzregenten mit seiner Votivmedaille und mit der Zigarre, dass uns den schenken. Und dann haben sie auch das Gestell machen lassen und haben uns so gebracht. Was ist jetzt das für ein Hut? Ist das sein Lieblingshut, sein letzter Hut, sein erster Hut, sein am längsten getragener Hut? Nach den Eintragungen im Hämmerbuch steht noch drin, dass angeblich der letzte Jagdhut vom König, vom Prinzregenten ist. Also sein Jagdhut, man sieht da noch ein bisschen Schweiß drüber. Mit Hirschgrandel, mit einem Hirschbart hat er noch drauf. Es sollte an und für sich der letzte Jagdhut vom Prinzregenten sein. Sie kennen sie aus. Ist das jetzt damals ein üblicher Hut gewesen, ein Jagdhut, oder hat er sich den selber so hintraut? Wir haben ja im Museum sehr viele Bilder vom Prinzregenten und da hat er immer die gleiche Form gehabt, dieses Jagdhutes. Eigenartigerweise hat auch der Sohn von ihm, der Ludwig III., der Acker- und Millibauer, auch so einen ähnlichen Hut gehabt. Also das war scheinbar damals auch ein bisschen Mode. Aber die anderen Jäger sieht man nicht so. Also nein, die anderen Jäger haben andere Hirte mit weiteren Krempen gehabt und alles. Also nicht in der eleganten und doch ein bisschen eine schneidige Form. Ich möchte schon fast sagen, eine Oberländlerform. Den hat er halt getragen und der ist mir sicher ganz gut gestanden. Ist aber nie ein Modehut geworden, ist nicht übernommen worden. Nein, bei uns im Chiemgau nicht, das muss man auch sagen, wir tragen einen Chiemgauerhut, der ist doch ein bisschen anders. Man sieht es eher wieder in der Form bei den Oberländlern, bei den Gebirgsschützen, da sieht man eher die Form. Dann ist noch in einem Glasröhrl eine dieser berühmten Zigarren, die er oft verschenkt hat. Ist jetzt das eine besondere Zigarre? Nein, die königlichen Hoheiten haben gesagt, also nachdem er viel geracht hat, zum Hut gehört eine Zigarre dazu, also auf das hätte er sicher auch Wert drauf gelegt. Und die Votivmedaille haben sie ihm auch noch dazu da. Und auch das Beutel haben sie dazu, da, wie er gerade in der Montur ist und wie er auf der Jagd ist. Also das ist also ein gewissermaßen von einer Gewinner, so ein Ensemble, die sie an Heimermuseum geben wollten. Ein Bild, das wie kaum ein anderes die noble Seite des Chiemsees zeigt im 19. Jahrhundert. Die höchste Form von Tourismus, von Reisenden, von Freunden der Chiemsee-Landschaft, die überhaupt möglich war. Der Prinzregent und seine Schwester. Die Herzogin von Modena. Wann ist es gemalt? Ja, das Bild dürfte um
um 1903/4 gemalen sein. Da sieht man noch die Strandpromenade, die Scheren. Das war Aushubmaterial von der Bahnunterführung. Das ist frisch aufgeschüttet gewesen. Da sieht man auch schon die ersten Kähne, den Beginn des Tourismus. Hier das Boot vom Prinzregenten. Ganz interessanter noch der alte Westernacher, der hat ihn ja rübergefahren zu der Herreninsel. Und der Maler, der Franz Robot, das Bild ist ja sehr skizzenhaft gehalten, aber sehr schön, sieht man auch noch den Raddampfer, den Prinzregent Leupold von der Chiemsee-Schifffahrt. Ja, ihr habt ja einen Prinzregenten nicht so mengen. Nirgends hat es der Prinzregent wahrscheinlich so schwer gehabt in Bayern wie da am Chiemsee. Ja, also eine Menge haben wir schon. Also der Prinzregent war ja sehr leidselig. Wir Brenner stehen vielleicht mehr auf den König Ludwig III., der sehr viel in Wildenwart war. Der Prinzregent ist halt aber ein bisschen im Volk, im Unterbewusstsein, als der vielleicht nicht mit der ganz sauberen Westen, also wir verehren ja Ludwig II. Weit mehr. Denk jetzt nur an die Trachter, die haben ja am Hosenträger drin. Denk auch noch dran, bei unserer Schule, bei unserer Hauptschule, wird man mal eine Prinzregent die Leupoldschule machen. Und da hätten wir ein Fenster gehabt und der Privater, der Hauptlehrer Hartinger, hätte uns das Fenster spendiert. Aber der Gemeinderat hat damals einstimmig das Ganze abgelehnt. Da sieht man schon, dass irgendwie ein bisschen eine Spannung da war. Er war sicher beliebt, aber Ludwig II., also mit dem Schloss natürlich, ist bei uns her im Kurs, das muss man schon sagen. 1912, zum 90. Geburtstag, aber heißt es einmütig, hoch, Bayern hoch, für immer. Wie dann auch die Zeiten sich gestalten werden, Bayern wankt nicht. Der Prinzregent war ja sehr alt, als er endlich zur Regierung kam. Ja. Ist uns im Nachhinein immer nur als alter Mann geblieben. Das Bild, fast nur das Bild des 90-Jährigen. Ja. Und hinter diesem, ja, schon hinter dieser Galionsfigur ist er eigentlich menschlich oft sehr schwer zu erkennen. Ja. Wissen Sie noch Eigenschaften von ihm? Ja, ich würde eins sagen. Ich möchte ein Urteil, das mein Onkel Ferdinand über seinen Freund Prinzregent Leupold in sein Buch aufgenommen hat, das würde ich ganz gerne hier vorlesen, weil ich finde es so schön. Und es deckt sich mit meiner Erinnerung. Und das kam zustande, weil der Prinzregent hat sehr oft, am Sonntag meistens, mit dem Fernand Miller irgendeine Kunstsammlung besucht oder auch ins Atelier eines Künstlers gegangen, um den kennenzulernen, ihn bei seinem Schaffen zu treffen und so weiter. Und das war für die Künstler natürlich immer eine große Ehre und Freude. Und er hat damit seinen guten Willen gezeigt, wirklich ein Interesse zu bekunden und auch dem Künstler, wenn es irgendwie notwendig gewesen wäre, zu helfen. Und da schreibt mein Onkel dann nach so einem Besuch eines Künstlerateliers Folgendes, wenn ich das lesen darf. Durch diese Atelierbesuche wusste der Regent im Laufe der Jahre von jedem Künstler, was er geschaffen hatte und welche Sorgen ihn drückten. Leider war er nicht in der Lage, alles auszugleichen, so sehr dies auch sein innerster Wunsch gewesen wäre. Denn der Regent war voll Menschenliebe und Güte, voll Rücksicht, Besorgnis und Fürsorge für jedermann. Er suchte bei allen Gelegenheiten einzugreifen, wo er glaubte, irgendeinem unglücklichen Menschen helfen zu können. Sein gutes Herz verstand es, jedem eine Liebenswürdigkeit, niemals etwas Unangenehmes zu sagen, alles gut zu machen, auszusöhnen, in seiner Art zu schlichten. Ich finde das ein Urteil, wenn man das über einen Mann schreiben kann. Doch großartig. Und das ist für mich eigentlich auch das Bild des Prinzregenten. Und dieser Mann war noch dazu der oberste Herrscher eines Landes, ja, nicht? Ja. Er hat, darf ich das auch erzählen? Auch eine Erinnerung vom Fernand Miller. Wie sie auf einer Jagd im Vorderriss waren,
kam in der Nacht ein Anwalt, Bekannter von meinem Onkel, nach Forderitz, wollte ihn unbedingt sprechen und hat ihm gesagt, er verteidige einen Mörder, einen Raubmörder. Und er sei zum Tod verurteilt und es sei die letzte Rettung für den Mann, der selber Frau und zwei Kinder hatte, dass der Prinzregent einen Gnadenakt für ihn erlässt. Und der Ferdinand hat es dem Prinzregenten erzählt. Als kamen die Akten und der Prinzregent konnte nicht den Gnadenakt vollziehen und der Mörder wurde hingerichtet. Aber in der Nacht hat der Leibdiener erzählt, dass wir einmal um 5 Uhr früh in das Schlafzimmer des Prinzregenten geblickt hat, ob etwas los ist, sah er den Prinzregenten vor seinem Bett knien und in tiefem Gebet. Und wie der Prinzregent am Morgen zum Frühstück kommt, hat er gar nichts gesprochen, war furchtbar ernst, ist losgeritten, hat keinen der Herren der Begleitung zu sich genommen, wie dann mein Onkel Ferdinand doch gewagt hat, ihn neben ihm zu reiten und zu fragen, haben Sie gut geruht? Aber ich sagte, Miller, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich konnte den Gnadenakt nicht vollziehen. Und ich habe die ganze Nacht gedacht an den armen Mann und an die Frau und die Kinder, die in das große Unglück kommen. Also ich glaube, das ist auch menschlich sehr groß. Friedliche, gute, alte Zeit. Im Schoß trägt die Prinzregentenzeit schon das Gift der entsetzlichsten Kriege und Grausamkeiten, die die Welt je erfand. Selbst die Jagd missdeutet Anton von Perfall zur Zuchtanstalt der Nation. Weidwerk ist Selbstzucht, Zucht des Körpers. Und es gibt nur ein Weidwerk, das deutsche Weidwerk. Nur einen Weidmann, den deutschen Weidmann. Keine andere Sprache hat auch nur ein Wort dafür. Jetzt erzählen Sie einfach diese zwei schönen Geschichten. Bitte? Diese zwei schönen Geschichten. Ach so, vom Prinzregent, von der Jagd. Ja, eine finde ich sehr typisch. Wie er hoch ins Alter gekommen ist. Er hatte einen Leibjäger oder einen Begleiter für die Jagd, mit dem er immer allein gegangen ist. Und der hieß der Läusel. Und er hat immer das Gewehr und den Rucksack von der König Hoheit getragen. Und wie er wieder mal nach Forderitz kam, hat der Forstmeister gesagt, ja, König Hoheit, den Läusel können wir Ihnen leider nicht mehr mitgeben. Mit dem ist er ganz allein immer auf die Birsch, auf die Gamsbirsch gegangen. Der ist so alt geworden. König Hoheit wissen, er ist so alt wie Sie und er kann es nicht mehr machen. Er kann nicht mehr den Rucksack und das Gewehr tragen. Ach, sagt der Prinzregent, das ist nicht wahr. Der Läusel, der kann schon noch. Ich will keinen anderen. Der Läusel soll mit mir gehen. Und da sind sie also aufgebrochen vom Jagdhaus. Der Läusel mit dem Gewehr und Rucksack vom Prinzregenten. Und der Prinzregent und der Forstmeister hatte Angst, dass vielleicht was passieren kann. Und hat überall Forstadjunkten hinter die Bäume gestellt, die das beobachten mussten. Und kaum war der Prinzregent außer Sicht vom Jagdhaus und von seiner Begleitung, hat den Läusel hergerufen und gesagt, hast das Quer und den Rucksack auf sich genommen und der Läusel war frei vom Gepäck und dann sind wir weiter zur Jagd gegangen. Hast du auch nichts gesagt dazu. Das ist wirklich eine Geschichte. Beide gleich alt. Bitte? Beide gleich alt. Beide gleich alt, ja. Und wie kam Ihr Vater in den Reichsrat? Ja, das habe ich ja... Aus Bedeutung.
Also der Prinzregent selber hat ihn gewählt und hat es auch meinem Onkel gesagt. Aber also er hat gesagt, hey, Miller, ich werde jetzt in den Reichsrat, das ist ja die Kammer der Reichsräte, was in England das House of Lords ist und so. Ich möchte Ihren Bruder Oskar in den Reichsrat nehmen. Worauf der Fernando Bruder gesagt hat, ach, ich glaube nicht, dass mein Bruder in den Reichsrat passt. Der ist zwar ein sehr genialer und sehr großer. Aber wissen Sie, in den Reichsrat passt er gar nicht. Ich würde das nicht tun. Worauf der Prinz dann gesagt hat, na, na, Miller, ich nehme ihn doch. Ich hätte ganz gern ein Hecht im Kapptasch. Die Prinzregentenzeit, ein lächelndes, ein goldenes Zeitalter, die gute alte Zeit. Am 12.12.1912 stirbt der Prinzregent mit 91 Jahren und mit ihm stirbt ein Zeitalter der Hoffnung und der Friedfertigkeit. Ein Jahr vor seinem Tod taucht Adolf Hitler in dieser leuchtenden Stadt auf, die ihn bald begeistert umarmen wird. Ein Jahr später beginnt der Erste Weltkrieg. Das 20. Jahrhundert verlor seine Unschuld. Wir sind ja heute auch eine sehr reiche Zeit. Es geht den Leuten so gut wie wahrscheinlich überhaupt noch nie in der Geschichte. Vielleicht wird auch unsere Zeit einmal die gute alte Zeit sein. Was ist, nachdem Sie beide das erlebt, beide Zeiten erlebt haben, was würden Sie sagen, war denn damals anders? Warum war dies die gute alte Zeit vor dem Ersten Weltkrieg? Das ist ein philosophisches Thema. Sollen wir uns jetzt darüber unterhalten? Aber ich meine, warum war dies damals die gute? Weil sie in einer großen Harmonie lebte, eigentlich. Weil die Menschen sich nicht so, weil die Menschen auch bescheidener waren. Es ist nicht so ich-bezogen. Ich glaube, der Fehler unserer Zeit jetzt ist die große Raffgier, der viel zu große Luxus, auch die Korruption. Es war damals eine ehrliche Zeit. Wenn irgendein Beamter nur einen kleinen Fehler, so ist er von selber gegangen, und es war ein Ereignis, wenn sowas passierte. Und so schwer es war, hat er sich das Leben genommen. Und wenn man das vergleicht, diese Ehrlichkeit, also entschuldigen Sie, das preußische Beamtentum hatte seinen Vorteil. Weil wirklich eben richtig ja, regiert wurde, jetzt die Innere. Aber es waren soziale Probleme auch, die wir vielleicht zu sehr vergessen haben. Wenn Sie überhaupt von der guten alten Zeit sprechen, so ist es ja, glaube ich, daraus bedingt, dass das menschliche Erinnerungsvermögen sich immer nur die guten Sachen des Lebens erinnert und das Schlechte vergisst man. Mir kommt es oft vor wie ein Sieb, wo man die Goldkörner raussieben kann, die guten aus der guten alten Zeit, und der Schmutz, der ist abgeschwemmt worden. So stelle ich mir die gute alte Zeit vergleichsweise vor. Thank you.